Ja, mir geht es soweit gut. Ich fühle mich gut, ich fühle mich frisch. Ja, und jetzt sind wir hier im Trainingslager, haben Top-Bedingungen und wollen einfach nur Gas geben und uns als Mannschaft weiterentwickeln. Die Jungs sind alle top drauf, lustig, sehr gut wie immer. Ich kenne es hier nicht anders. Locker, aber dann, wenn es drauf ankommt, sind alle bei der Sache. Heute Morgen haben wir nur leichte Passformen zum Reinkommen und dann noch 6 gegen 2 gespielt. Ja, nach so einem langen Flug ist es wichtig, ein bisschen reinzukommen. Und ja, jetzt wird, glaube ich, die Intensität gesteigert die nächsten Tage. Dass wir einfach die Grundlagen setzen für die neue Saison, dass wir gut arbeiten im Ausdauerbereich, so im mannschaftstaktischen Bereich und uns individuell einfach verbessern. Ja, dass wir einfach uns messen können mit den hier heimischen Teams. Die sind, glaube ich, mitten in der Saison, also sind voll im Saft. Und es ist ein guter Test und da können wir uns messen und sehen, wo weit wir sind. Ja, für mich persönlich habe ich mir erhofft natürlich, dass ich mehr Spielzeiten dort bekomme, aber es ist halt jetzt so, wie es ist. Ich habe mich trotzdem nicht hängen lassen, auch in den 3 Monaten. Gas gegeben, viel an mir selber gearbeitet, an meinen Stärken sowie auch an meinen Schwächen. Ja, und jetzt versuche ich mich hier reinzuhauen. Ich versuche einfach in jedem Training das Beste zu geben, was ich kann, mich zu zeigen, mich Tag für Tag zu verbessern. Ich versuche mich einfach zu empfehlen und das Wichtigste dann halt, dass ich die Chance dann bekomme, auf dem Platz zu stehen und dann einfach zeigen, was ich kann. Ja, und dann werden wir sehen, was die Saison so alles bringt. Ja, der erste Eindruck ist sehr positiv. Die Trainingseinheiten machen Spaß, sind aber auch intensiv und er hat eine klare Spielidee, wie er es sich vorstellt. Und das werden wir auch die nächsten Wochen verinnerlichen.